Und das müssen wir schauen, dass wir eben die andere Technik auch haben. Und es wäre natürlich angebracht, wenn auch am Mittwoch Leute zu trainieren können. Das ist schon klar. Es sind sehr viele Berufsstätten. Aber es soll nicht immer nur die gleichen Trainer sein. Deswegen haben wir zum Beispiel die Pyramide probiert. Ja, das kann, das hat insofern das immer einfach geleitet sein. Ja, aber die was schießen, die haben technische Training am Stock und Zügel. Ich bin der Stockschütze, ist der Mann. Nein, der Stockschütze muss das ganz gleich können wie der Mann. Und ich möchte eben schauen, dass man die Lobsetzung das ist nachher eine Spielerversammlung. Ja, das war nur so, was ich sagen wollte. Ja, passt schon. Danke für die Worte. Mir wichtig, die Aufregung und nur das Spiel. Aber wir werden den Altjährigen da. Und der hat irgendwer noch Vorschläge? Hallo, ich sehe gleich vorbei. Hat da sonst wer Vorschläge? Oder Wünsche? Ja, so wie wir gesagt haben, ne? Da draußen ein zusätzliches Abstellkammer, ne? Ja. Und dann haben wir. Jetzt müssen wir mal sparen. Okay. Ja, dann, dann haben wir gestern auch was, da, zumindest der Andi, hat eine Idee gehabt, weißt du? Und fliegen da der Depot den Sound von dem Alu-Siegel rein. Ja, ja, man, jetzt gibt es von so einem. Also da in verschiedene Absteige ein Eisenstein reingebohrt und dann mit Holzbrennen das macht. Das ist nicht mehr in der Boden. Das kann man nicht, weil das ist ein Bodengeländer. Das ja, ja. Unsere Vorgänger haben uns bemüht, damals bereit erklärt, dass die unser Bauen verwenden können. Das Einzige, was nicht dürfen ist, zwischen der Rauch und oben und dumm rein. Das ist das, was ich ganze Zeit sage. Da wir dürfen nichts und die dürfen alles. Danke. Prost auf die Spitze. Danke. Danke. Bitte, Prost. Machen wir dann noch ein Foto vom Vorstand und mit dir, gell? Ich glaube, wir kriegen das nicht hier. Okay, und wer oder ist da? Ja, haben Sie nicht. Was mir schon gesagt haben, die Steine und die Kälten müssen suchen. Das ist ein Ehefeldskartell. Friedhof erinnern wir kurz vom ersten Mal. Ah ja, ich möchte mich bei den Kollegen bedanken, die was mit uns unterwegs waren. Am 1. November, wenn wir zu unseren Kollegen Schaffili, die Kerzel anzünden haben. Das war echt perfekt, wie es mitgegangen hat. Ich werde jetzt nicht alle Namen erwähnen, weil ich weiß nicht genau, wie viel. Aber wir waren eine schöne große Gruppe. Und wir haben unter der Kerzel anzünden. Und wirklich gedankt. Und Gott hat wirklich keine Kerzel rein, wenn wir hinkommen sind. Nicht einmal sein Sohn war dort. Ja. Aber wir waren dort und die Trude hat sich so gefreut, dass am nächsten Tag hingekommen ist, am Möllerfeld und hat eine Kerze und einen ganzen Kleber gemacht und das hat. Danke nochmal an den Sohn, ja, das war's eh. Die Sohn hat das Paket damals gemacht. Und da hat er einfach was dargestellt. Das hat über ein Jahr gebraucht, bis er seinen Namen reingeschrieben hat. Das ist nicht das Wichtigste, was wir wollen. Wir haben nur den Schlüssel. Wir haben auch schon gesagt, wir rennen den nicht mehr nach.
das hast du praktisch privat gezahlt. Ja, aber trotzdem. Ja. Ich will das nicht mehr und aus. Sag mal, das war auf jeden Fall ein Problem. Wir haben, wie wir da gestanden sind, damals bei der Leihbacher und so, wie wir alles gemacht haben bei der Begräbnis, haben wir sowieso das vom Verein an jeden eingezahlt, oder? Und sich noch einmal kennt. Und das war für uns normal gewesen. Und er hat gekommen war und hat gesagt, so nächste Freitag kriegen wir uns nicht. So. Wenn er das wissen, dann viele. Der Philipp, ja, das gehört zwar nicht her, aber noch. Die Rudi hat ihm auch gemacht, dass es ihm schlecht geht. Und er war mit seiner Freundin jetzt und hat gesagt, nein, jetzt kann ich nicht kommen. Weißt du, das war kurz mit Sterben. Also nur, dass er nicht mehr war. Ja, das ist ein Egoist. Gibt es noch irgendeine Wortmeldung? Ja. Bitte. Andreas, bitte. Mit dem sportlichen Leiter, oder? Robert. Robert, ne? Was? Du bist jetzt der sportliche Leiter, oder? Ja. Ja. Das ist jetzt eine ganze Sache, aber wenn wir jetzt kommen, alle kommen, oder wir sind jetzt trainieren, dann wir haben so wie gestern, gestern war halt nur Anfang einmal, wenn wir da kommen, trainieren, dann sind alle rausgehen trainieren. Nicht da hinhucken und das ist wirklich cool. Moment einmal, da zog ich da aber jetzt an. Wir sind gestern das erste Mal zusammengekommen. Da hat er doch gesagt, dass das war. Was denn so gut? Das ist die Gärme der Betroffenen. Er hat gesagt, das war der Anfang. Er hat gesagt, das war der Anfang. Ja. Nicht von gestern. Es darf nicht immer von gestern und heute gehen. Ja, das müsst ihr euch von ein halbes Jahr, wo ich noch da war, wenn ihr hinguckt und wir sind draußen gestanden. Natürlich können wir mich auch was sagen. Weil ich wollte damals auch spielen, wollte das lernen. Und so oft ich aufgekommen bin, war da nur eine reine Sauferei und bin nie zum Spielen gekommen. Und auf das habe ich dann gepfiffen. Was heißt Training? Das ist oft genug da. Aber nicht nur, da gibt es eine Spielerversammlung, ich glaube es ein paar Zeit, da können wir über die Themen, wo ist das Rede. Und das war nicht von gestern, da hat sie gesagt, du musst zuhören. Er hat gesagt, gestern war der Anfang. Er hat recht, er hat wirklich recht. Ich bin nicht immer gleich betroffen. Okay, gibt's noch eine Antwort? Es ist so, es ist wirklich so. Gibt's noch eine Antwort? Nein. Gibt's noch was? Hast du noch was? Nein. Okay, wenn es kein Wort mehr gibt, dann lese ich die Generalversammlung wieder auf und Schock. Nein! Danke.